Herzlich willkommen. Heute ist Palmsonntag. Was ist das für Sonntag? Hallo, mein Hase. Was ist da passiert? Ich glaube, da wurde jemand ausgepeitscht mit irgendwelchen Palmzweigen, wenn ich mich recht richtig. Oder war das irgendwas? Nee, es war, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber wir sind hier nicht, um die Religion zu erklären. Wir sind ja hier zum Kochen. Was gibt's? Du hast schon ewig mal, du hast öfter schon über Senfeier geredet. Wir haben öfter schon Senfeier gelesen, dass man es mal sehen möchte, dass ich Senfeier mache. Ich mache keine Senfeier. Aber ich mache sowas Ähnliches. Das Ei als Hauptdarsteller, Senf als Hauptdarsteller, aber ich werde es ein bisschen anders kombinieren. Nämlich mit Kresse. Einmal Brunnenkresse, einmal Bachkresse, na, einmal Gartenkresse, einmal Brunnenkresse oder Bachkresse. Weil das ist für mich so. Das mit frischen Erbsen, mit weißem Spargel und mit Erdbeeren bedeutet für mich Frühling. Frühling ist Ostern und Frühling geht das Herz auf. Dann werden wir die Eier machen und dann werden wir Schneewittchen machen. Was für Dinge? Schneewittchen. Wieso Schneewittchen? Die heißen Schneewittchen. Ja. Ja. Ach, echt? Und du bist die böse Königin? Und du bist das Zwerglein, ja? Eines von den sieben, ja. Nee, keine Ahnung, warum das Schneewittchen heißt, aber die heißen wirklich klassisch Schneewittchen. Also das sind die Radieschen, sind die runden und die länglichen mit dem weißen Ding sind die Schneewittchen. Die Eier habe ich schon mal vorgekocht, wir machen ein paar Kartoffeln dazu. Hey, du redest wahnsinnig schnell. Diese Eier sind schon vorgekocht. Nein, nicht alle. Ah, ja, Du okay. kannst jetzt den Leuten erklären, weil das habe ich dir schon oft genug gesagt, welche sind gekocht, welche nicht. Ja, da war mal was. Aha. Ich weiß es nicht mehr. Ich Aber ich brauche probiere es. zwei rohe. Das ist sicher roh. Ist gekocht. Nein, das ist roh. Nein, ist Ah, gekocht. 100%. Hallo. Ja, dann schau rein, mach's auf. Tu es abdingseln. Tu Schatzi, es abdingseln. das dreht sich nicht. Ja. Das ist roh. Das dreht. Das ist gekocht. Das ist auch roh. Die sind gekocht. Das sind die Unterschiede. Wenn sie drehen, dann sind sie gekocht. Wenn sie Also du sich hast nicht einfach drehen. die Weißen gedreht, damit das weiß dann, oder? Da. Da, nochmal. Siehst du es? Was denn? Das dreht sich jetzt und das ist gekocht. Das müsste jetzt gekocht sein. Oh, das ist roh. Ich sage ja, das ist total der Schmarrn, den du da erzählst. Nein! Das dreht sich. Na, Schmarrn, ich habe vier gekocht und drei rohe. Doch Schau. totaler Blödsinn, Nein, was du da jetzt, was erzählst. willst du? Die sind gekocht. Ja, Willst du es wissen? genau. Ja. Pass auf. So, Gekocht. ups, ups. Gekocht. Ja, okay. Gekocht. Ja, okay, soll ich die schälen? Gekocht. Ja, du kannst ja nicht schälen und Ding zugleich hier. Nee. Die sind gekocht. Glaub's mir, das geht. Bis auf das eine, was irgendwie. Ich war 5-2, jetzt sind es 4-3. Eigelb. Wir machen jetzt eine Senfsoße, aber die Senfsoße machen wir jetzt nicht als gekochte Soße, meliert und mit blablabla. Wir machen ein bisschen Senf, also Essig, was? Also Eigelb, zwei Eigelb, Genau. etwas Chardonnay-Essig, Genau. Dann etwas Senf. Senf. Macht total Sinn in der Senfsoße, meiner Meinung nach. Das kann richtig senfig schmecken. Dann machen wir Ah, verschiedene Senfe. einen groben Senf. Was ich noch dazu habe, Was ist eigentlich die Mehrzahl von Senf? Senfe. Schon, oder? Wie Sänfte. Und dann habe ich gestern schon eingeweicht Senfkörner. Das Aber hat mich jetzt erst sehr fasziniert. Senfkörner kannst du einweichen, einfach in Wasser. Also diese normalen Körner nimmt Ja, man ja. und tut über Nacht ins Wasser. Darf ich die Also, mal probieren? schau mal, die sind auch natürlich viel kleiner. Die einfach in Wasser einlegen. Und dann sind sie so. Die sind auch ziemlich neutral. Das Gute daran ist, dass sie dann schön im Biss geben. Gib mir mal einen Löffel. Wie, die Den. sind neutral. Ja, die sind nicht so. Der Senf bekommt er meist durch Ja, den Achtung, jetzt schaut es mir zu. Jetzt macht er wieder den Mund auf, wenn er es mir in den Mund durch schaut. dem Nicht Essig wahr? durch dem Essig bekommt Senf ja meistens den Geschmack. Oh, aber die sind schon scharf. Ja, klar.
Ja, neutral ist ja für mich was, was neutral ist. Das ist aber scharf. Ja, aber keine Säure und kein Salz. Na, dann ist es ja langweilig scharf. Ja. So, und hier ziehe ich es einfach ein bisschen hoch wie eine Mayo. Das ist Olivenöl. Ja. Ja, geht es schneller auch? Ja, mit dem Mixer. Aber dann ist der Senf kaputt, der grobe, wenn ich ihn aufmixe. Ja, außer man nimmt so einen, wo man Eiweiß aufschlägt, Mixer. So einen, ein Handrührgerät. Ja, genau, das meine ich. Oder man kann ja auch bei manchen einen Schneebesen unten dran tun. Falls die Küchenmaschine nicht so ganz schnell funktioniert. Oh, er schwitzt schon. Ich würde so gern so ein bisschen einfach. Ich gebe ein bisschen Olivenöl auch dazu. Und das machen wir danach. Ein bisschen Schnittlauch. Und ein bisschen Creme Fraiche gebe ich dazu. Die darf jetzt auch nicht zu fest werden, die muss schön cremig sein, ja, weil sie auch als so ein bisschen als Vinaigrette für den Salat dient. Ich gebe ein bisschen Gurkensaft dazu. Das liebst, gell? Ja, ist eine gute Säure und Verbindung mit Süße. Dann Creme Fraiche. Wieso habe ich jetzt schon 10 Löffel hier liegen, ja, obwohl wir erst angefangen haben? Ja, dabei. Dann, schaut lecker aus. Was wäre das Leben ohne Umami? Umami für das Essen ist wie du für mich. Juhu. Ja, wunderbar. Stand er da im Silbacher. Das haben wir auswendig lernen müssen. Ein bisschen Platz hier. Das ist ja immer wieder schön, gell? Du beim Schnittlauchschneiden. Du bist der Schnittlauch. Ich weiß ja gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ja, ich bin ja früher, war ich ja mal Agent. Ja, das ist. Ja. Ich war Agent, ja, das ist ja nichts Neues. 0099. Aber ich habe in jungen Jahren mal die Weltmeisterschaft. Ich war Weltmeister im Schnittlauchschneiden. Damals gegen einen Japaner und einen Peruaner habe ich gewonnen. Das war kurz bevor du dir die Finger in der Nudelmaschine eingeklemmt hast, oder? Das hat er übrigens, wirklich. Probier mal. Hat das zu viel Säure? Zum Ei. Achtung, jetzt wieder zum Ei. Oh, geil. Ja, das ist gut, kann man so lassen. Gut. Dann haben wir die Senfsoße. Sehr lecker. Kann ich das einfach nur mit Kartoffeln auch essen? Warum magst du keine Kartoffeln? Man könnte wirklich, sind die kalt? Schade. Man könnte wirklich einfach die Kartoffeln da reinlegen und das essen. Du wirst jetzt gleich sehen, du wirst die Kartoffeln anders mögen. Ja, anbraten und dann da reinlegen und essen. Nein, ich werde jetzt nämlich zwei Kohlenhydrate aufeinander prallen lassen. Das ist einmal die Kartoffel und ich werde die Brösel dazugeben, ja, dass das so. Oh, böse. Ich jetzt genau, da kann ja, ich. Da ja, kriege da, ich kann es dann auch aufhören mit dem Kochen, das passt dann schon so. Die Eier muss ich gleich schälen. Tust du jetzt die Schneewittchen pflücken? Jetzt wird Schneewittchen geköpft hier. Oh. Weißt du, die Eier musst du schälen? Soll ich das machen so nebenbei? Ja, das kannst du nicht mit einer Hand, Schatzi. Ach, ich bin der super Eierschäler. Und Schneewittchen? Die tun wir nur rot sind die drüber. Recht scharf oder sind die ganz angenehm? Die sind sehr mild. Lass mich mal probieren. Null scharf. Und man kann die auch da eintunken, gell? Ja. Kannst alles eintunken.
Mega. Das haben wir auch noch nicht gemacht, gell? Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsgericht. Kartoffeln mit Brösel. Mhm. Da kriege ich echt eine, zwei Lieblingszutaten zusammen, oder? Mhm. Weißt du, was wir noch, bevor wir nur gescheit reden, ja, mit den Senfkörnern bringt auch nichts. Die gehen jetzt noch in die Senfsoße mit rein. Mhm. Für den extra Kick. Aufpassen, nicht batzen. So. Wo sind die geschälten Eier? Ha? Ah, da, ja super. Eins ist schon fertig. Und? Du tust jetzt so, als ob du filmst und Eier schälst zugleich, ja. Aber dass da jetzt noch jemand an unserer Seite steht und die Eier gerade schält, du bist ja echt die Heldin, oder? Ja, lass mich auch mal Heldin sein. Günther, danke, dass du meiner Frau die Eier schälst. Solange meine in Ruhe lässt, ist alles gut. Danke. Ich wollte auch mal rauskommen wie so ein Superheld. Ich war ja nie Agentin. Die Eier habe ich so 9 Minuten gekocht. Ja, beim Eierkochen gibt es keine großen Dinge. Ja. Ich meine, ich tue die Eier im Idealfall 2-3 Stunden vorher aus dem Kühlhaus raus, oder aus dem Kühlschrank, dass sie nicht eiskalt reingehen, weil sie dann eher mal ein bisschen wachsweich gekocht werden. Und dann habe ich die jetzt ungefähr 9 Minuten gekocht. Die sind jetzt durch, aber sie sind jetzt nicht so, sie sind jetzt nicht 12 Minuten durch. Ja, sie sind drinnen noch ganz leicht wachsweich, das Gelb. Und dann nach 9 Minuten ungefähr. Ich tue sie ganz gerne ins kalte Wasser rein, weil sie dann auf nicht zerreißt. Ja, genau. Ich mag sie nicht einstechen und wenn man sie kalt ansetzt, dann sind sie nach 9 Minuten noch wachsweich. Genau. Wenn du sie ins Kochen wieder reintust. Mhm. So. Ja gut, dann sind wir jetzt durch soweit. Die Eier bekommst du, ich bekomme den Rest. Warum magst du nicht Eier? Ja, ich weiß auch nicht. Hä? Keine Ahnung, vielleicht habe ich zu viel Eier gebäckt als Kind. Hey, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ja, dass ich... Ja, dass du geweint hast. Ja. Ja. Immer jedes Leben, Jahr wieder. Im Leben nie wieder Eierbecken, ja. Die Heidi. Glaubst du, dass das jeder weiß, was Eierbecken ist? Eierbecken geht so. Man hat gekochte Eier, jeder bekommt ein Ei. Und dann muss man schauen, wer das stärkste Ei hat. Das ist das Ei, was nicht kaputt geht. Also ich glaube, dass jeder weiß, was Eierbecken ist. Ich glaube nur, dass es im Norden anders heißt wie im Süden. Also Eierbecken geht so. Wenn wir sagen, das ist ein Ei und das ist ein Ei, dann muss man hier... dass die Öffnung so gering wie möglich halten, um dass der andere fast nicht reinkommt. Gar nicht, man kann es auch einfach in die Hand nehmen. Ja, aber da du musst es ja stabil drücken. Ja. Nein, das kann ja jeder kriegen. Hey, ich war der Eierbeck-Weltmeister. Siehst du, das ist nicht überall ja. gleich, das und Eierbecken. Und dann beckt man da drauf. Ja, aber man tut doch gegenseitig becken. Es tut ja, doch du musst nicht ja einer becken. Halten und einer becken. Du musst jetzt becken. Na, wieso? Ich kann ja auch halten. Okay, dann becke ich. Ja, aber du haust mir auf die Finger drauf, das weiß ich jetzt schon. Schau, aua! Ja, du musst schon so weit offen lassen, dass ich reinkomme beim richtigen Becken. Du weißt, Becken, dass das kein ja. Ei ist, was du in der Hand hast. Ja. Also die 2 Kressen hier, die mariniere ich jetzt gar nicht, weil wenn die mariniert wird, ja, dann fällt sie sofort zusammen. Und die lasse ich echt lieber so. Also ein Teller für dich, eines für mich und eines für den Eier. Schäler Günther. Richtig. Riecht nach Kresse, finde ich. Ja. Frische, schöne Kresse. Dann haben wir das Nestel für die Eier. Du kriegst nur 2. Ja, ich will ja gar keins.
dann tun wir... Das schaut aus wie Knödel. Ich will dafür mehr Kartoffeln übrigens. Du kriegst 3 Kartoffeln. Ja, yeah. Und Brösel. Hier ging 2. Du kriegst wahrscheinlich noch die restliche Pfanne dann hinterher. Mhm. Ich ging auch 3. So schön. Dann. Aber das ist ja jetzt auch zum Beispiel ein Gericht, was man mit den gebäckten Eiern machen kann, damit einem nicht schlecht wird vor lauter Eier essen, oder? Ja, klar. Also einfach alle gebäckten Eier? Ja, das müssen wir jetzt nicht sagen, oder? Ich meine, ja, es gibt genug gekochte Eier zu Ostern, die irgendwie irgendwo rumliegen. Also man kann sie so perfekt verarbeiten. Eben, man muss die ja nicht extra kochen für das Gericht. Nee. Man kann ja schon die. Aber wir sind heute ja am Palmsonntag und deshalb haben wir noch keine. Da gibt es ja noch keine. Deshalb haben wir sie extra gekocht. Die liegen doch schon immer früher rum. So. Bei uns. Dann tun wir die Radieschen noch schön verteilen. Schön. Sehr liebevoll, tot mit deinen Radieschen. Mit den Schneewittchen meine ich. Mhm. Ich glaube, du bist doch nicht die böse Königin. Gibt es hier einen Pfeffer? Haben wir da. Schwarzes Gold. Ach, das riecht auch so gut. Das schwarze Gold? Ja. Das ist ja geil. Das ist, ja, das ist bitte nur auf diesen Teller zu verteilen. Du bist immer extra Wurst. Ja. Immer wenn es Brösel und Kartoffeln gibt, bist du extra Wurst. Ja, extra ja? Viel. Ohne Wurst. Hey, halt, 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 stopp. Nein. Das ist aber dann auch gut. So, da. So. Ah ja, Salz wollte ich noch ein bisschen drauf tun. Grobes Salz. Und was geil, oh, immer so zum Ei passt, was zur Kresse passt, weil schon die Schärfe dabei ist. Ah, wirklich? Und zum Senf passt, ist Meerrettich, ja. Und den hat man eh zu Hause, weil nächste Woche gibt es hier dann Osterschinken, oder? Und dann gibt es ja auch den Meerrettich dazu. Gibt es bei uns auch Osterschinken? Bei uns gab es noch nie Osterschinken. Wir waren zu Ostern auch noch selten zu Hause, gell? Ja, wir müssen dieses Jahr das Konzept ändern. Wir waren ja letztes Jahr auch schon zu Hause. Ja. Aber so richtig die Klassiker sind wir ja nicht, ja. Also heute gibt es statt Senfeier diese Eier und nächste Woche gibt es vielleicht statt einen Osterschinken einen geilen Batanega aus Mallorca, dass wir zumindest da das Gefühl haben, mal kurz flüchten zu dürfen. Einen schönen Palmsonntag und einen schönen Ostersonntag, falls wir uns nicht mehr sehen oder vor Ostern oder wie das heißt. Ja. Tschüss. Tschüss.